Yo, servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen kleinen Infovideo zu Battlefield 1. Bei Battlefield 1 erwarten uns sehr viele neue Events und natürlich auch Aktionen, die wir auf jeden Fall nicht verpassen sollten. Und was das für Missionen sind, die besprechen wir jetzt. Als erstes haben wir vom 6. bis zum 12. März Apocalypse Free Trail. Das bedeutet, für alle Leute, die keinen Premium Pass haben, können ab sofort dann in diesem Zeitraum Apocalypse, das letzte DLC von Battlefield 1, spielen und alle Karten ausprobieren und gucken, wie die ganzen Waffen und die Modis funktionieren. Aber Achtung für alle Leute, die kein Premium haben und dann diese Trail nutzen, für Leute, die dann in diesem Spiel die Punkte machen, die werden gespeichert, für Leute, die sich dann irgendwann entscheiden, Premium zu holen, und wenn ihr das dann macht, bekommt ihr dann die Punkte, die ihr in diesem Event gemacht habt, gut geschrieben, und dann würdet ihr dadurch leveln. Wenn ihr kein Premium habt in diesen Trails, dann werdet ihr am Ende der Trails nicht die Punkte bekommen, die ihr in diesem Server gemacht habt. Als nächstes haben wir das nächste Schrotflinten-Event, da vom 6. bis 12. März geht. Dort müsst ihr einfach 100 Kills machen mit der Schrotflinte und dann bekommt ihr ein überlegenes Battle Pack. Was ihr da für eine Schrotflinte benutzt, das bleibt euch überlassen, da gibt's keine Begrenzung. Ansonsten erwartet uns zusätzlich nochmal ein neues Double-XP-Event vom 9. bis zum 12. März und dort könnt ihr halt das Doppelte von Punkten gewinnen, um schneller aufzusteigen und schneller Gadgets freizuschalten. Ich habe gesagt gerade und noch einmal, weil momentan läuft auch schon wieder ein Double-XP und das solltet ihr auf jeden Fall momentan schon nutzen. Ansonsten war es das mit diesen Informationen, wechseln wir kurz zu einer coolen, spannenden Information. Und zwar wurde momentan ein neues Bild geleakt. Ob das jetzt offiziell ist, das ist die Frage. Man glaubt das eher nicht, aber es sieht auf jeden Fall schon professioneller aus und viel, viel, viel moderner. Und man könnte das auch schon fast glauben, dass das das Originalbild ist. Ob das das Originale ist, das wird abzuwarten sein. Was auf jeden Fall klar ist, dass wir auf jeden Fall die nächsten Wochen auf jeden Fall einen Teaser zu Battlefield 2018 bekommen. Ob das jetzt wie bei Battlefield 4 abläuft, dass die immer so kleine Sachen zeigen, wie zum Beispiel ein Helikopterschraubblatt oder eine Schiffsschraube, das wird abzuwarten sein. Ob die gleichen Teaser rausballern, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal sehr drauf. Aber wie wir auf jeden Fall im Hintergrund sehen, und zwar die rechte Seite, wenn wir die ein bisschen genauer beobachten, sieht die aus wie Beispiel bei Battlefield 4 mit diesem Feuer. Das hat Battlefield 1 auch. Aber das ist ein bisschen futuristisch gestaltet, also das heißt, es ist schon ein bisschen nah in der Zukunft und ein bisschen so in der Jetztzeit und es sieht nicht so aus wie die Flammen wie bei Battlefield 1 auf dem Logo. Also ich bin sehr gespannt, was das neue Battlefield wird. Meine Meinung wisst ihr ja, ich wünsche mir einen modernen Krieg, also so wie Battlefield 3 und 4. Das würde mir am meisten Spaß machen, aber wenn es ein BW2 wird, wird es natürlich auch cool sein. Ansonsten bedanke ich mich natürlich für eure Aufmerksamkeit, über eine Bewertung würde ich mich freuen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich an alle fleißigen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Wir haben jetzt die 607 Abonnenten erreicht. Ich habe mich letztens schon vor einem Monat bedankt für 500 Abonnenten, jetzt haben wir schon 600 erreicht. Uns fehlen nicht mehr viel bis zu den 1000 und für mich ist das wie gesagt ganz, 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 ganz viel. Für viele andere YouTuber ist das so 1000 Abonnenten, das ist heutzutage nichts mehr. Aber mir bedeutet jeder einzelne Abonnent, der aktiv dabei ist und mich unterstützt. Danke nochmal von mir aus und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Ich wünsche euch natürlich noch ein schönes Wochenende. Haut rein Leute, ciao. Yeah, things are gonna get better real soon.